Mein Lieblingsartikel habe ich schon rausgesucht, FIFA 19. Ich habe meine Werte hier da schon ein bisschen unter die Lupe genommen. Oh, da kann ich schon ein paar Sachen sagen. Also meinst du jetzt in uns, wenn man um mich selber spielt? Ja, genau. Ja, da fühlt man sich etwas zu schlecht gemacht, sagen wir so. Wenn einem nach 30 Minuten die Puste ausgeht, so ist es ja dann auch nicht. Kopfballpräzision 39, ich kann ja gerade ausköpfen. Bin natürlich überhaupt nicht zufrieden mit einer Stärke von 58, was die Aggressivität angeht und auch das Abfangen mit 57. Da denke ich, haben die mich ein bisschen unterbewertet. Beim Abschluss steht in der 56. Ich finde nicht so, dass mein Abschluss so schlecht ist. Ja, also Beschleunigung, Sprintgeschwindigkeit, da würde ich mich definitiv höher sehen. Deutlich höher. Und in der Stärke auch, Sprungkraft wahrscheinlich auch. Schusskraft hätte ich auch normalerweise eine höhere. Ich glaube, bei den Fanschüssen, da geht noch ein bisschen mehr und auch bei den Abschlüssen, da gefallen mir die Werte nicht ganz so. Die Schuss 24, also... Ich habe bei Spezialbewegung nur einen Stern und man kann ja 5 bekommen. Ich glaube schon, dass ich den einen oder anderen Trick beherrsche. Das habe ich auch schon in der einen oder anderen Halbzeitpause gezeigt. Ja. Also da können wir auf jeden Fall noch was dran machen. Dann die Stärke, 46. Ja. Deswegen so schwach bin ich nicht. Und mein Kopfballspiel ist sogar besser, als es wirklich ist. Also das können sie auch ändern, aber ja, die meisten Dinge können sie schon ein bisschen hochschrauben. Schusskraft 38. Also ich schieße doch nicht wie... Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so, aber ich schieße doch nicht wie ein kleines Mädchen, sage ich mal so. Deswegen denke ich so, manche haben die einfach gewürfelt, so ein paar Werte. Da ist schon auch auf jeden Fall Luft nach oben, EA Sports. Muss ich mich halt verbessern für nächstes Jahr.